Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, was ist das für ein Norm? Schön, dass ihr da seid. Was für ein großes Verrecht habe ich, dass wir keine bei Gott in seinem Business, in seinem Unternehmen schaffen. Gott hat uns eingeladen, dass wir der Wirtschaft in seinem Reich. In seinem Reich ist diese ganze Welt. In alle Himmel und noch viel mehr. Sein Reich ist sehr groß. Aber wir als seine Kinder sind eingeladen in seinem Reich mit der Wirtschaft. Die Bibel redet davon in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und die Bibel sagt, dass wir diesen Deins tun können, und sie nie meint, dass wir den Deinen sollen, dass der Herr Jesus der Wirtschaft wird, und dass Jesus seine Gemeinde gekauft hat mit seinem Blut. Er hat sein Leben gegeben. Den Priest, den Jesus betont hat, den können wir nicht holen. Weil Jesus hat keine Sünde, hat wir ganz rein, hat wir Gott und hat wir Mensch, und hat gab sein Leben um Kreuz. Er hat das Höchste, das Geratste, das Schwanzte, das hat er getan. Nun lädt er uns an, dass wir können mit ihm taub schaufen. Mit Gott taub schaufen. Stellt ihn dort vor, was dort für ein großes Verrecht ist. Gott lädt uns an, mit ihm taub zu schaufen. Dass wir würden dort tun, was er would haben wollen. Dass wir würden keine mehr Menschen einladen, dass sie Jesus kennenlernen. Dass wir würden keine Zeugnis geben, und die Menschen dort sagen, was Gott would wollen von uns haben. Und dass wir einfach würden, wie Gott schaufen, jeden Tag. Was er uns in sich in Hüß nimmt. Gott, wir loben Preise, die dort du uns eingeladen hast, deine Kinder zu sein und in deinem Reich zu schaffen. Verzeih uns, dass wir vorhin was ganz anderes zu tun haben. Dass wir uns ein Reich gebüht haben und nicht dein Reich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Priest getult hast für die Erlösung von allen Menschen. Und wir wollen mit Freude auch mitschaffen, da wo du uns die Gelegenheit hast, Jesus. Und da beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.